Zone. Hallo allerseits, herzlich willkommen zu Puzzle Forge Dungeon. Oh, at least somebody, you are a blacksmith, right? You received my message? Here's the situation. It started a few weeks ago. The temperature of the city's forges inexplicably dropped. Then, suddenly around 11:04 in the morning, I think, Anvilar's forge stopped. But, of course, we sent our best engineer to investigate the issue. But he never came back. Now, without him, we can't even reach the heart of the forge and fix the issue. This is why you're here. Find a way to the heart and, well, maybe you'll be able to find something to do, no? A forge is something you know, right? Yet let me warn you, the city of Anvilar is huge, millennia old, and maybe, well, slightly invaded in a few places. But rest assured, everything is under control and will help you with everything you need. If you have enough gold. What? Oh, I said, just don't catch a cold. Okay, well, this way, welcome to Anvilar. Puzzle Forge Dungeon. Six slot. Zack, new game. It's large, but empty. Where are the inhabitants? They moved, but I'm sure they will come back if things get better. Anvilar is split into districts. We'll have to explore to find our way to the heart. But first, you'll start with a bit of training. Okay. A bit of training. Also here haben wir Gold. Noch irgendwas? Embers. Okay. Use embers to increase the number of weapon modifications you can add to a hero. Und wir haben 4 Truhen. Schauen wir mal. Englisch oder Französisch. Gut. Dann Exploration. So, wir haben hier Bill Kingsteel. 15 Life. Level 1. Dodge 6%. Critical 5%. Head Chef increases the effect of food by 10%. Er sieht ja auch aus wie ein Koch eigentlich. Stunning Hammer. Bill focuses all his power to summon a gigantic Stunning Hammer. Stuns all enemies and deals 15 physical damage. Okay, wir haben also nur den hier. Und select the district. Haben wir auch nur das zur Auswahl. The perfect place to train if you feel a bit rusty. Training Zone. Lasset uns eintreten. What? Are you following me? Who? Me? No. Don't mind me. Pretend I'm not here. Oh, you should put this here. Yes, here. Do you know how to forge at least? Well, it's my job, you know, so... Wait, let me take place here, on the right. Aha, here. Voila. Add a mineral. I know you're already an experienced battle blacksmith. Battle blacksmith, okay? But I need to check, it's my duty. First, click any free slab on the board to add a mineral. Also, irgendwo. Now, try to line up 3 identical minerals side by side on the board to merge them. Okay. The molding table is at the bottom right of the screen. Choose a mold and drop it next to 2 identical minerals to create a weapon piece. At the bottom right of the screen. Was wäre eigentlich hier irgendwo? Choose a mold. So das hier, oder wie? Achso, und drop it next to 2 minerals. You must have 3 weapon pieces next to each other on the board to create a full weapon. You can mix pieces of various metals, but remember, the better the metal, the better the weapon. Das heißt, ich könnte jetzt hier...
haben wir jetzt Silber gemacht. Die müssen gar nicht. Die müssen gar nicht im selben Segment sein, quasi. So, das heißt, wir könnten jetzt hier was basteln. The weapon you forged is not in front of the training rat. Ah. Try creating a weapon right in front of the rat. Okay. Thief's Blade. Your weapon is in front of the rat. Select it to attack. And now for the best part, attacking. Click on the big red button at the bottom right here. Enemies will attack when their turn count reaches zero. Das wird das hier sein, oder? So, count your moves. Each one is important. Okay, here's the situation. With two enemies, make sure to create weapons in front of each enemy to attack them. So, das ist der Counter. So, das ist jetzt auch wieder eine Waffe. Ein Schwert. Und hier können wir wieder attacken. Und natürlich hier auch. Boom. All right. Nice. The evaluation is over. Click the green arrow on the left to leave this room. So here. Well done. You've completed all the steps of this exploration. Final score 3. Yeah. Haha, you got it, finally. It wasn't that hard, was it? I repeat, I'm a real blacksmith. Yes, yes, of course, but I just wanted to check it out. Anvilar can be dangerous, you know? Ah, somebody arrived at the inn while we were down here, down there. Surely a new precious help. You have my approval to recruit new heroes at the inn. Some of them could ask for 1 or 2 gold coins, though. Well, shall we go? We need to figure out why Anvilar's power suddenly dropped. Aha. Urugana Roglash. In orcish culture, to be born with red skin is considered something of a curse. Because of her hot-headed nature as one of the fire touched, she was forbidden to
take up arms, but even if she wasn't allowed to use weapons, she could at least make them. So she became a blacksmith. Okay, und die sind hier alle noch quasi gelockt. Zack. Und jetzt können wir mit der hier losziehen. Schauen wir mal. Boss unknown, this is where thieves and murderers end up. So take care, you or you could lose a lot here. Mhm. So. Plate. Ja, wie komme ich da wieder raus? So. Mold already filled lets you create plate equipment parts. Das war jetzt nicht das, was ich wollte. Okay. Mace. Heißt das Next Attack Turn? Simple Attack, der hat 4 Hitpoints. Der macht 11. Das heißt hier Slab Stages. Heat Slab. You can still play on this slab, but if you craft a weapon here, the slab could break. Preserving the board is an important mechanic. Use repair stones and ice to manage your board. Aber zuerst mal einfach drauf. Zack. Dass zumindest nur einer angreift. Silver. Au. Schönes. Ein Spare. Gleich mal. Zack. Oh. Wie? Ach so. Wir sind hier. Ah. Oh. Okay, nächster Raum. Da haben wir einen Pilferer. Und da liegt auch noch mein Zeug rum. Okay. Reach level 2, you have 2 skill points available. Available? Aber nicht jetzt, oder wie? Das ist ein Boss. Das hier ist ein normaler Kampf, normales Battle. Das war jetzt. So. Das wird wieder eine Schaufel. Das ist ein Staff. Okay. So. Da dürfte jetzt nichts mehr sein. Kann ich den wieder mitnehmen? Nö. Und jetzt kommt der Boss. Skelter. Aha, da kann ich hier angreifen. Aber nicht
Die hier. Aha, die. Move sideways at random after each action. Okay, isolated, invulnerable to electric damage and effects. Charges to double physical damage next turn. Oh. 5 Defense. Wow, okay. Der wird gleich zuschlagen. Hey, be careful, you broke a red hot slab. Okay? I'm a red orc. Heat reinforces my power and I can still craft here, so what's the problem? Right, but if you continue crafting on these slabs, you'll eventually break them. You should refresh them with ice first. You can find some in your chest. Here. Explosive ice melts on the board, not in your bag. Use this explosive block of ice to refresh the corresponding row and column. Also wenn ich's hier, dann wird das und das hier, oder wie? Ah. Okay, der shieldet 15. Das heißt, wenn der jetzt 8 Simple Attack macht, dann zieht er mir hier 8 ab, oder? Naja, schauen wir mal. So. Ach, das war blöd. Ich wollte eigentlich noch Silber machen. Der hier macht bald, ich glaube, also ich bin gespannt, ob der jetzt zuschlägt oder moved. Das kann ich zum jetzigen Zeitpunkt nicht sagen. Okay, der hat zugeschlagen. So, der kann jetzt. Hat jetzt 9 Schaden gemacht. Hat aber immer noch. Boah, also 9. 5 Defense, also 4 Schaden. Ja. Das ist nicht viel. Ich glaube, ich muss da ein wenig auf. Ich musste ein wenig darauf verzichten, auf gute auf jawohl, auf hochwertige Materialien. Es könnte sein, dass ich das so nicht überleben werde. Das kann auch nicht irgendwo hingepflanzt werden. Da müssen wirklich 2 gleichwertige Materialien vorhanden sein. Aber wir könnten. Und. Sowas. Hier und zack. Können wir wieder angreifen.
hat ein wenig Schaden gemacht. Leider nicht zu viel. Funktioniert das einfach so? Ah! Wow, nur noch ein. Was ist das? Shield Blade. Okay. You've been KO'd. Das sind die Waffen, die ich gebastelt habe. Oh, being a blacksmith is a tough job, right? Don't worry, you'll get better with practice. You can spend gold to heal yourself and most importantly use your experience to upgrade your skills. Oh, you leveled up. You have 2 points to spend on your skills. Services? Group healing. Okay. Upgrade. Was kann ich hier? It's 5 attack points to this equipment. Also das sind Axe, Mace, Sword. Heals 30% of physical damage dealt. Physical damage ignores targets armor. Kann ich das machen oder habe ich das? Habe ich das? Divine Chance. Chance to craft a divine weapon with incredible stats. Naja, 1%. Und das verstehe ich noch nicht ganz. Weapon Mastered. Also, jetzt bin ich gespannt, ob die hier, wenn sie hier bleibt, wieder etwas Health dazu bekommt. Die hat jetzt nicht mehr 1, sondern 6, weil ich die maximale Health um 5 erhöht habe. Versuchen wir jetzt nochmal ihn hier. So. Das passt. So, hier sind wir. Das heißt, wir kämpfen hier nochmal. Und dann gehen wir hier rüber. Chest full of objects. Ui. So, zuerst allerdings müssen wir hier ein wenig killen und das können wir auch nicht irgendwie verschieben oder sowas in der Art. So, hier will ich was haben. Das heißt, zack und Handle, das wird ein Staff oder hier eine Axt. So, bevor der drankommt, wird er mit der Axt gekillt. So, mit 14 könnten wir eventuell versuchen, das Ganze etwas hochwertiger zu gestalten. Das geht
sich nicht aus. Der kann doch mal zuschlagen. Der kann sich auch bewegen. Ja, das habe ich nicht gesehen, das Move hier. Tja, macht die Sache nicht einfacher. So, geht sich allerdings aus. So, wir haben wieder 2 Skill Points bekommen. Jetzt schauen wir aber mal hier rüber. Ah, a chest, great. I hope here there are some interesting things in there. Das hoffe ich doch auch. A chest without a fight? Okay, that feels good for once. Buckler. Lets you create a buckler. This dualist armor provides a little protection. Blade. So, das heißt, wir können jetzt rüber und runter, dann haben wir noch einen normalen Kampf. Oh, shuffles the board. Oh, sowas. So, ein Schwert. Zack. Sogar kritisch getroffen. So, das nehmen wir mit. Da ist wieder Skelter. Da habe ich als Level 1, glaube ich, nicht viel Chancen. Oh nice, exactly what I was looking for. So you're not here just to help us? Well, oh yes, of course, I'm here to help. But if I could say grab a magic item or other rare stuff from my forge. Okay, and how will this animal help? Its shell is full of netherium, the strongest metal in the realm. Some blacksmiths even doubt its existence. Hopefully it's not an endangered species. So, wir können hier mal gleich mit 10. Und hier gleich mal mit 9. Macht zumindest ein bisschen Schaden. Was haben wir hier noch? Da können wir ein paar Sachen wieder befreien. Apple gibt 5 Life Points. Okay, das kann ich kochen. Schauen wir mal. Bitte, Buckler. Repair. Aha. A multifunctional object that can reconstruct and repair slab on your board. Das ist Eisen. Das könnte ich hier irgendwo hinpacken. Zum Beispiel hierhin und dann gleich ein Handle dazu. Dann können wir hier eine Blade basteln. Beziehungsweise wird der zuerst sich bewegen. Eine Blade. Und dann könnten wir doch. Der macht 8 Schaden. Wow. Will ich hier was hin basteln. Und somit haben wir hier eine Axt. Boah. Ja, 5 Schaden hat er immer noch. Also 5 Health. Ich würde eigentlich furchtbar gern hier noch ein bisschen, das wäre wieder eine Axt,
oder in dem Fall eine Maze. Die Elf Attack müsste, genau. Sehr cool. Was haben wir hier? Ich will das sehen. Ich kann das nicht. Oh doch. Ethereum is the result of merging three crystal ores. This divine metal gives weapons overwhelming stats. Ist jetzt im Endeffekt im Moment relativ egal. Das essen wir mal, weil der macht gleich etwas Damage. Oder er moved. Er moved. Als nächstes moved er. So, der macht ordentlich Schaden. Das ist doch schön. Der ist irgendwie verschwunden jetzt im Boden. Okay. Der kann ja nicht mehr... Ja, der kann sich nicht bewegen. Ja, egal, weil den kann ich ohnehin überall treffen. So. Ich will den eigentlich hier haben. Muss ich aber schnell sein. 25 Attack, der hat 43 Hitpoints und 4. Das heißt, ich mache 21 Schaden. Aber er macht wenigstens nicht mehr viel Schaden. Das ist ja schon mal sehr, sehr nett. Zwei Schaden. So, das hier sieht nicht so gut aus vom Board her. Okay, wir brauchen wieder ein wenig Silber. Nö, ich versuche trotzdem jetzt mal eine komplett silberne Waffe zu basteln. Der wird halt jetzt einmal noch zuschlagen, ist mir aber egal. Das war vielleicht doof. Andererseits, hier können wir gleich zwei Waffen machen. Wobei die eine gleich mal... die eine gleich mal hinüber ist. Das repairt eines. Okay.
hier haben wir eine Waffe. Ah, die... Okay. So, der hat nur noch 4. Der macht 5 Schaden, das heißt, das reicht. Und der erste Boss liegt. District Boss killed. Power Amber haben wir bekommen. 1 Amber earned. Well done, you've completed all the steps of this exploration. Reach Rank S in the district. Sehr, sehr schön. We made it. Sequel to activate, was? We made it through the dungeons. Get some rest and we'll go back when you want. Oh, if you need something, I'll offer small services. What, for free? Of course not, such a strange question. Oh, and you leveled up. You have 2 points to spend on your skills. Aha, und da gibt's Achievements und da gibt's nochmal Ember. Create all equipment types. Defeat all monster types. S rank. For all. Optimize. Activate 3 magic heat slabs with a single craft. Ich verstehe einige der Mechaniken ja überhaupt noch nicht. Aber das wird schon noch. Und da sieht man auch, wie viele ich jeweils gemacht habe. Das müsste ich mir auch mal merken, wie man das bastelt. Aha, hier sieht man auch meine letzten Runs. Jetzt bin ich gespannt. Nö, die hat immer noch 6. Das ist schwierig. So, jetzt habe ich hier Ambers to increase the number of weapon modifications you can add to a hero. Machen wir das mal. Ah, und jetzt kann ich hier eins hinzufügen. Wie Frontline Attack attacks an entire enemy row. However, your weapon will have an attack penalty of 30%. Heavy physical attack. Pike Trap. When an enemy hits this armor type, they will receive 5 damage. Adds 10% of the total armor points on the board to this weapon's attack. Okay, das heißt, das kann ich jetzt nehmen. Das nächste kostet 2 Ember. Dann kann ich hier das nächste irgendwie machen. So, hier kann ich eins upgraden und da mache ich doch auch das mal. Ich will hier irgendwie so ein Divine mal schaffen. Aha, cool. Ansonsten gibt's hier nix. Okay, Services. New Service Item Shop. Level 1 opens Noosama's shop in Anvilar's Hall. Level 2, if you ever run out of items before exploring, Noosama adds a few to help on your next trip. Knowledge sharing. 10% of the experience gained during exploration is transmitted to heroes at the inn. Oh, das heißt, die steigen dann trotzdem auch auf. Level 1, a hero can be healed in the hall. Okay, Level 2. Ist 3. Heroes resting at the inn receives 5 LP after each exploration. Ah, cool. Da gibt's Sachen. Schön. Item Shop. Und das machen wir jetzt auch mal. Wir haben jetzt. Das heißt, 5 Hitpoints werden regeneriert.
Und jetzt gibt's den Merchant auch. What do you need? Chicken kostet 12. Repair Button kostet 6. Time Fruit, a juicy but sour tasting fruit that increases your speed or slows down enemies, adds 10 turns to your enemies. Oh, the effect is doubled if it's cooked for 10 turns on a red hot slab. Dann können wir hier Eisen kaufen oder hier Explosive Ice Blade. Okay, also wenn ich jetzt... und ich kann hier um 5 kann ich hier 5 Health heilen. Und wenn ich jetzt von der Exploration zurückkomme, wird sie hier auch wieder um 5 geheilt sein. Ist ja cool. Okay, und jetzt kann ich hier... Ich könnte sogar hier den District nochmal machen. Mit ihr. Anscheinend. Oder in den nächsten District gehen. The selected hero is injured. You may want to heal this hero before you leave or choose another one if possible or continue in this state. It's your life after all. Okay. Schon ziemlich was los. Und hier. Spare. Wenn ich jetzt hier noch einen Handle dazu bastle, das werden wir jetzt gleich mal versuchen, dann müsste das ein Speer werden. Spare. Physical Attack 10%. Das heißt, der hat 11 Simple Attack und 10% of the total Armor Points on the board. Und hier sind 6 Armor Points. Schauen wir mal. Okay, der hat jetzt... Ja, 10% von 6 ist nicht mal 1. Tja. Richtig viele. Schauen wir mal. Wir haben einen Helm gemacht. Oh, was macht der? Frozen, invulnerable to ice damage and effects und increased defense 5. Aber was macht der? Was heißt das hier? Okay, der macht nur Defense, Twin Blades, er hat auch 6 Defense. Jetzt, wenn ich zum Beispiel einen Speer machen könnte, wäre das ja richtig cool. Das könnte ich sogar. Indem ich hier noch einen Handle hinbastle. Und zack. Oh. Der macht jetzt eben schon 13 Schaden, weil hier einiges an Armor unterwegs ist. Da habe ich wieder ein bisschen Geld bekommen. Mm-hmm.
schlägt nochmal zu. Aber das war jetzt das letzte Mal, dass er zuschlagen darf. Oh. Battle, Hard Battle. Was ist das? Shadow Merchant. Oh. Nett. Okay, ich würde sagen, das war's für heute. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. We'll be right back.